Willkommen zurück zu Prey. Wir sind immer noch in den unendlichen Weiten dieser Raumstation unterwegs und ja, gucken mal, wo wir überhaupt irgendwas machen können und wo wir denn die Vorlage kriegen für unseren, ja, was ist das? Schlüssel? Hallo? Es ist ja super. Morgan, alles in Ordnung? Nein. Über diesen Typhon, da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Okay. Will ich das? Ich glaube nicht. Aufbrechen mit Hebelkraft. Ich habe nicht die Hebelkraft, die ich brauche. Habe ich denn... Ich habe die Neuromods und sowas hier installiert, was ich hier noch hatte, ne? Hier mit... Was war das hier? Hebelkraft 2 haben wir. Und reparieren haben wir auf Stufe 2 und. Aber wir müssen da hinten hin. Die Frage ist halt nur, wie... Wir können da oben hoch. Wen haben wir denn hier? Guten Tag. Mark Sellers. Er ist tot. Ja. Nimm nicht die Kante. Also, ich will auch. So. Okay. Soweit, so abartig. Sie könnten dort oben überprüfen, warum der Aufzug feststeckt. Oh, das ist eine gute Idee. Schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Ah, so schlimm war das jetzt auch nicht in den Guts, ja? Okay. Untersuche den Aufzug. Keine Ahnung, wo der ist. Formeltest genehmigt. Eintrag 165. Ich konnte die Wachstumszeit um etwa 10 Minuten pro Frucht verkürzen. Es ist bemerkenswert, wie sie quasi aus dem Nichts heraus sprießen und vor meinen Augen zu essbarer Größe und Reife heranwachsen. Zudem hat Dr. Kelstrup endlich ausführliche Testreihen für den Düngermix genehmigt. Nun muss ich nur noch muss ich ihn nur noch per Fabrikator herstellen und anschließend im Sprinklersystem implementieren. Ich behalte den Fabrikatorplan bei mir. Ich habe nämlich nicht den geringsten Zweifel, dass andere die Idee gerne für sich beanspruchen würden. Ja, und wo ist das Problem? Mehr Gedöns für alle? Gartentipps. Finde Dr. Julian Howard. So viel Gedöns. So viel. Oh, wirklich so viel. Es ist unglaublich. Wer redet denn hier? Edna Burton. Das ist nicht Julia Gedöns. Hallo? Das Gewächshaus. Keiner da in Kanada. Aha. Da scheint also wirklich jemand drin zu sein. Beachtlich. Hey, Sie da! Machen Sie die Tür auf! Bitte! Okay. Wenn ich ein Passwort hätte. Okay. Das ist nicht gut. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Was auch immer das für ein Teil von ist, ich habe keine Ahnung. Aber der scheint irgendwie noch zu leben. Und der andere da hinten auch. Wir haben die Türen zum Gewächshaus verriegelt, aber das Ding da kann fliegen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis es herausfindet, dass das Dach nicht geschlossen ist. Vor 5 Minuten hat Edna versucht, zum Gewächshaus durchzukommen, aber es hat sie erwischt, kontrolliert sie. Sie hört einfach nicht auf zu schreien, schreit uns an, dass wir wegbleiben sollen. Wenn wir das fliegende Ding töten können, das sie infiziert hat, können wir sie vielleicht retten. Bitte, wenn Sie diese Nachricht finden, helfen Sie uns, töten Sie es, denn wir werden es nicht mehr... Was? Denn wir werden nicht mehr wir selbst sein. Rani. Aha. Okay. Also auf dem Dach, ja? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Habe ich überhaupt Munition? Ja, nicht viel. Wie komme ich denn... Ja, natürlich komme ich zum Dach hoch, aber ich habe jetzt nicht genug Munition dafür. Außer... Falls ich das schaffe.
Na gut, da versagt er schon. Okay, ja, ich brauche Munition für meine komische Klebepistole hier. Und dann kann ich mir eventuell eine Leiter hochbauen. Auch nur eventuell und möglicherweise. Achso, das sind diese Geschütze, okay. Die müsst ihr mal reparieren. Reparieren. Könnte die jetzt auch hacken, aber warum? Das brauche ich ja eigentlich nur, wenn ich halt von den Dingern gesehen werde, ne? Achso, ja. Wenn ich da hier keine Ahnung, was mit drin hätte. X, so. Uah. Und F. Nein! Ah! Okay, dann lass ich das hacken. Dann halt nicht, pa. Wer bist denn du? Aha. Wow! Kommt einfach wieder so ein Ding angelaufen. Haha. Zurecht. So, dich reparieren wir einfach auch mal, weil man weiß ja nie, ne? Geh. Geh wie reparieren. Ist auch irgendwas dabei? Warte, war da gerade eine Schrotflinte? War eine Schrotflinte! Das nehme ich doch gerne an mich. Sehr schön, da haben wir auch schon ein bisschen Munition für. Aber ich brauche Munition für unseren Klebegedöns. Aha. Aha. Hast du schon gesagt, aha? Aha. Gut, da geht's ja eigentlich nur zurück. Beziehungsweise halt können wir hier mal aufschließen, ne? Jo. Da haben wir das schon mal. Die Frage ist halt nur, gibt es hier auch irgendwo Klebemunition? Ich habe keine Ahnung. Was war das? Da war irgendwo gerade eine Lebensleiste. Ein Phantom, das hier irgendwo ist. Hi. Ups. Geh mir bloß nicht auf den Keks, Penner. So war. Könnte jeder kommen. So. Mitnehmen. Oh. Aber Munition, das ist wichtig. Was? Achso, die Roboter. Ah, okay. Mal gut, dass ich zu denen durchkomme, ne? Sind wir wieder? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Da geht's zu dieser Wohnkapsel, wo ich hin muss. So. Nicht genug Platz für das alles. Dabei kann man das bestimmt so toll recyceln. Habe ich hier irgendwo was in der Richtung? Haben wir. Ach ja, klar. Ja, klar. Ja. Ja. Bitte warten. So viel Zeug. Nehme ich alles mal mit? Natürlich haben wir sowas. Nehmen wir einfach nur den Weg jetzt wieder zurückgehen. Weiß aber nicht, hier ist unten, ne? Hier müssen wir lang. So. Packen wir hier einfach schon mal ein bisschen Gedöns rein. Zack. Das muss ich eigentlich noch irgendwo anlegen. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Ah. Langsam wird es echt klein hier im Inventar. Kann ich das nicht irgendwie auf eine Tasse legen? Nein. Hier. Mach das mal auf die 4.
Machst hier diesen komischen. Wo ist es? Jäger und Bolzenwerfer auf die 5. Jo. Und das auf die 6. Man weiß ja nie. So. Dann holen wir nochmal schnell die anderen Waffen hier. Mach hier nochmal ganz kurz Inventar sortieren, dann geht das auch. Lass mich durch da! Durch da! Und mal speichern, wäre nicht verkehrt. Ich muss hier nicht lang. Ich muss da unten lang. Um halt hier das Zeug ansammeln zu können. Wie zum Beispiel Ditte hier. Und eine Fritte da. Hat der eigentlich noch irgendwas? Ja, noch jede Menge Zeug. Jede Menge. Unglaublich. Ja, Organe stecken sich jetzt. Oder halt generell das Zeug, was ich jetzt, ne? Von denen da gedroppt bekomme. Das war ja vorher nicht so. Weil es kam nämlich jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal ein Patch. Fun Fact, noch nehme ich die ganze Folge am selben Tag auf, wie auch die erste Folge. Es kam einfach mal zwischendurch ein Patch und der hat das mal eben so behoben. Das finde ich gut. Lautsprecher. Guten Tag, Talos. Vergessen Sie nicht die wöchentliche Sicherheitsinspektion Ihrer Transtar-Uniform. Wenden Sie sich dazu bitte ans Maschinenlabor. Hier, einfach mal hacken. Einfach mal, weil ich es kann. Ja, shit. So, hier und F. Und runter. So, und X. Sehr schön. Jetzt kommen wir da rein. Und hauen einfach mal drauf. Ich merke das schon. Wir können aber auch nochmal Inventar öffnen. Und mal eben schnell ein Medikit nehmen. Oder zwei. So, dann klappt das nämlich auch mit den Nachbarn hier. So. Oh. Schade, dass ich das nicht so kann wie bei Bioshock. Weißt du, wenn du halt nah dran stehst, einfach mal hacken. So. Aber man muss es ja nicht übertreiben, ne? So, jede Menge Zeug. Ich finde auch schön, dass überall dieselbe Musik läuft durch die Lautsprecher. Diese beruhigende, komische Synthesizer-Musik. Wobei, ich habe nichts gegen solche Musik, ne? Aber es ist halt so. Ja. Ein Anzugreparatur-Kit und Gedöns. Aha. Waffen-Upgrade. Und der Westen hält Stand. 1964 wendete Präsident Kennedy sich vom amerikanischen Interventionismus ab. Aber was wäre geschehen, wenn Amerika seine Verbündeten in Vietnam unterstützt hätte? Würde der Kommunismus im Osten noch immer vorherrschen? Wäre der eiserne Vorhang gefallen? Der renommierte Publizist Lance B. Jenkins, hat einen packenden alternativen Bericht über die Tage nach dem Tonkin-Zwischenfall verfasst und beleuchtet, was hätte geschehen können, wenn Amerika 1964 in den Krieg gezogen wäre. Leroy Jenkins, fantasievolle historische Berichte sind detailreich, monumental, bewegend. 10 von 10, IGN. Okay. Big Bang Bomben. Bonbons. Ja, okay. Ja, ich mache ja bald Waffen-Upgrades. Bald. Noch geht es ja. So, können wir da durch? Nein. Keine passende Schlüsselkarte zu diesem Raum. Bitte suchen Sie weiter. Danke. Ich guck ja schon. Oh. Kein Grund, so umzufallen. Also wirklich, angerauchte Zigarette. Da fällt er unter den Tisch. Eine Prüfliste für Gewächshaus. Phosphatwerte der Pflanzen in Quadrat 2 überprüfen. Sprinklerzyklus um 5 Minuten verkürzen. Nachsehen, ob Dr. Howards Pflanzenexperimente Wasser brauchen. Dr. Howard hat das Gewächshaus-Passwort zu Xenopod 1 geändert. Okay. Ich wäre jetzt sonst über das Dach gegangen, aber ist auch okay. Schild auf Bank. Gestiftet von William Yu. 23. Mai 2030. Wer ist William? Der Vater?
Hm.